Einsteigen, Jungs. Negativ, Negativ, Eduard. Eduard. Du darfst das Flugzeug gewiss nicht fliegen. Flugobjekt. Flugobjekt. Fängt schon mal gut an, ne? Also was denke ich mal so gerade bei normalen Kontrollen, die du auch mal durchführen wirst, immer schön freundlich sein. Ja, natürlich. Auch wenn die dir auf den Sack gehen, versuchen da ein bisschen freundlich zu sein und da. Außer die übertreiben es wirklich. Ja. Und wir bitten dich natürlich auch nicht irgendwie zu ghosten oder so. Nee, auf gar keinen Fall. Ich habe gar keinen Kontakt mit denen gerade momentan. Ja. Überhaupt keinen. Ja, nee, ich vertraue dir da. So, ja, so ich weiß, das hat Dopex mir auch schon gesagt. Mach das bitte nicht, natürlich nicht. Das mag ich nicht. Ich will die sogar kriegen, wenn ich ehrlich bin. Es würde mich freuen, wenn ich ja, die mal... Ja, die denke ich mal... Ich glaube auch, dass die jetzt den Tag, denke ich mal, ein bisschen aufdrehen werden. Und da versuchen werden, ein bisschen ins Stumm zu machen. Ich glaube auch ein bisschen dir und deinen Videos zu lieben. Richtig. Sozusagen. Aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Ja, schon ausgestiegen. Ich bin Hunger. Bevor ihr den in den Knast steckt, gebt ihm noch was zu essen mit. Von mir aus kann ich das machen. Sind schon welche im Knast gestorben, weil die Hunger hatten? Ja. Ja, schon. Ja, naja, ich meine, wenn die gerade nichts zu essen dabei haben und so ein bisschen. Wo ist denn der? Ja. Hey. Der ist wieder rein. Oh Mann. Also wenn die Leute kontrolliert und sowas, hätte ich halt gerne mal, dass ich ein bisschen zugucke und bevor ich das selber mache, so. Bevor das da irgendwelche kann Fehler. Man gerne machen. Genau, so zwei, drei. Du darfst hinter mal in. Genau, ja, fahr mal mein Flash. Danke, dass der Heli abgeschlossen wurde, während ich noch drin sitze. Okay. Oh, jetzt wird's laut. Ah, oh, die Leute, das fängt schon an. Oh, das sind meine Jungs, wisst ihr? Jetzt fängt's schon an. Ja, das sind meine Jungs. Das Fliegen über gesperrte Zone, die nehmen wir gleich mal. Ja, du darfst den in den Knast stecken, Pitbull. Du darfst ihm noch sagen, was er gemacht hat. Der hat eine illegale Waffe und das Ticket nicht bezahlt und deswegen kommt er in den Knast. Ja, wie geht denn das überhaupt? Wie? Ich weiß ja nicht, wie gehen und Windows-Taste drücken, dann müsst ihr da Send to Jail. Zu dem hingehen. Das wird aber ist das bei mir grau, das heißt, ich kann das gar nicht machen. Ach, dann musst du näher. Dann müssen wir ihn ein bisschen näher ranschieben. Dann machst du Escort Players. Jawohl. Und dann bringst du den einfach hier so in das. Und bevor du ihn in Jail schickst, sagst du ihm noch ein paar Worte. Ja, aber ich muss erstmal gucken, bis es halt nicht mehr grau ist, weißt du? Hier so ein bisschen. Ja, klar. Ich glaube jetzt. Wie spreche ich den an? Mit Eduard, oder? Ja, klar, ist Eduard. Also natürlich den wieder den D-Escorten. Ja. Ich hab's genau gesehen. Stop Lucky war's. Steht er da und dann kannst du ein bisschen noch mit dem reden. Was hat er eine illegale Waffe gehabt? Illegale Waffe und das Ticket dafür nicht bezahlt. Okay. So, Eduard. Sie wissen, was sie getan haben und warum sie hier sind? Ja, kann ich... Ernsthaft? Zur Not wieder schreiben. Ernsthaft? Ja, es ist... Sowas gibt's immer. Das ist ein bisschen doof, aber naja. Machst du nix. Und den Spiele spielen, ohne ein Headset zu haben. Ich glaube, wenn er nicht schreibt, dann... Ach, das hört ja aber Dings, die wird schreiben. Ich schreibe gar nicht die ganze Polizei. Warten wir, bis er tippt. 3 Stunden später. Nee, sowas ja, mag ich auch nicht ohne Headset. Sag ihm einfach, du schickst ihn jetzt deswegen Knast. Ja. Falls sie es vergessen haben, was sie gemacht haben, sie hatten eine illegale Waffe dabei und haben das Ticket nicht bezahlt und aus dem Grund kommen sie jetzt in den Knast. Für einen Aufenthalt und gutes. Ich wünsche Ihnen einen guten Aufenthalt. Die Seife nicht vergessen, den Spruch. Was darf ich nicht vergessen? Die Seife. Den Seifenspruch. Das stimmt. Götz. Solltest du auch das Geld dafür bekommen haben, die 10.000? Eigentlich nicht. Nur wenn die auch. Nee, das ist ja. Ach, nur wenn er auf. Jetzt sehen meine Jungs das im Chat, was ich gemacht habe. Oh, der Pitbull fängt schon an. Ja, gleich mal erst ein Häftling. Wurde dir das schon erklärt mit der Wanted-Liste? Nee, mir wurde gar nichts erklärt. Nee. Okay, dann mach ich das. Drück mal Z. Z, jawohl. Und dann hast du dort, wo MyGang eigentlich steht, Wanted-List. Genau. Und dort stehen alle Verbrechen, die quasi im Spiel drin sind. Also wir haben noch eine Extra-Liste, die siehst du bei Kopp-Bewerbung. Bei mir steht überall... Nee, nicht bei Kopp-Besprechung, sorry. Okay. Ist die da aufgelistet?
Im also Wanted-List steht keiner drauf, kann das sein? Oder genau, ich... no, okay. No criminals. Okay, ja. Gut. Wow, ist ja gar nichts los. Und, ja, deine Jungs kommen da bestimmt früher oder später drauf. Und dort sind halt Verbrechen wie, Raub. Autodiebstahl. Autodiebstahl. Okay. Mord. Mord. Überfahren. Killer, Manslaughter, also über Roadkill. Und also was, was nicht etabliert, also was nicht drin ist, ist zum Beispiel illegale Waffe oder sowas. Das ist ja, okay, nicht drin. Ja, und die, die Preise haben wir alle in der Cop-Besprechung. Okay. Falls du da einmal raufgehst, dann stehst du da. Genau, da, siehst du in der Beschreibung sind die da rechts, ja. Da kannst du die alle nachlesen. Problem ist halt, wenn ich recorde, kann ich nicht auf mein Teamspeak zugreifen. Das ist mein das Problem. Das würden wir dir dann zum Beispiel. Ja, ein Teil davon das ist noch in Dienst drin. Nicht das hingehen. Problem. Okay. Ich werde so oft angeschrieben im Teamspeak, aber ich kann halt nicht zugreifen. Das ist immer, wenn ich aufnehme. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Ja, machen das dann immer deine Jungs oder wie? Ja, ja. Oder ich antworte halt erst, wenn ich fertig bin mit aufnehmen. Wenn du fertig bist, bist du auch nicht. Ja, das ist halt nicht. Nee, ich wollte halt unbedingt mal wissen, so wie es bei euch halt los ist. Ich kenne ja nur die Sicht aus der Rebellenszene. Und, ja, es ist ein bisschen anders. Also hier also ich sag mal, wir haben nun mal auch. Momentan ist auch sowas, gerade Durststrecke, weil einfach gerade zu wenig Unsinn, weil wenn du mal guckst, wie die Verteilung ist, die ist echt krass. Also es ist so 1-1 fast von Cops und Zivilisten und das ist meistens nie gut. User was your Steven. Hallo. Hier. Steven, hier ist jemand, der kennt dich, glaube ich. Ja, ja. Wer bist du? Wir haben zusammen angefangen. Buddy joined your channel. Ah, hast du wohl auch mit Uven oder was hier? Achso, hab ich vergessen. Ja gut, Mann, ey. Ja, der Rekrut, Luca? Ja? Dein Einsatz nehmen wir mit. Wo ist Nico, wenn man ihn braucht? Der ist doch der Ausbilder. Mit. Ist echt so, ne? Er hätte direkt hätte man ein bisschen ohne die Fittiche nehmen können. Ja, Mann. Was schiebt ihr mir jetzt noch einen Rekruten zu, oder wie? Ja, natürlich. Du musst jetzt Nico seine Arbeit übernehmen. Luca, du bist Leutnant. Da musst du was können. Das sollte machbar sein. Ja, nachher mach ich das. Kein Problem. Nee, wenn Snuggles das macht, geht das schief. Snuggles ist ganz schnell. Bist du jetzt verarscht? Das ist meine Beleidigung. Alter, direkt degradiert, ey. Ja. Was, du willst mich degradieren, das glaube ich gar nicht, Nagels. Hä? Aber müsstest du erstmal einen Rang höher sein. Das war Dopex, aber egal. Achso, das. Oh mein Gott, ich bin gerade total ohne Spaß. Ich bin gerade total brainfucked, ich weiß auch nicht warum. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich sag gerade so, hä, Snuggles, warte mal, Snuggles ist gar nicht da, das war gerade, aber. Okay. Sorry, Dopex. Ja? Habt ihr gerade mit Esteratis gesprochen? Wo nee, soll ich denn den abholen? Nee, gerade, wie gesagt, hier Werbung gab, wieso? Was ist los, Bro? So, weil die stehen da auf einer Position schon ziemlich lange. Meinst du was? Warte mal, jetzt kurze Info. Wen soll ich mitnehmen? Und. Warte mal, hä, wo wie meinst du das jetzt? Ja, lass mal einen Channel. Ja, dann move mich bitte. User left your channel. Ich kann ja sehen, wo meine Kollegen sich gerade befinden, das ist ja cool. Mr. André, dich soll ich jetzt mitnehmen, ne? Oder? Ja, nimm mich mit, wenn du willst. Nimm mich mit. Wo ja, willst du mich. Oder wo spawnst du denn? Das wäre jetzt mal die. Ja, wo willst du hin? Das ist die Frage. Also ich kann spawn mal Kavala. Ja, Kavala. Ja, gut. Alles klar. So. Jetzt bin ich hier Rekrutentransporter. Tut. So. Aufpassen, dass es nicht zu viele hier. Ach so, hier, Pitbull, in-game, wenn du die Map öffnest und auf Polizeiverfahren gehst, dann dieser Liste, und dann ist das vorletzte Bußgeldkatalog, da stehen auch ein paar drin, das sind zwar nicht alle, aber okay. Und die dachte, somit die wichtigsten. Das sind die wichtigsten, ja. Für spezielle Sachen machen wir das auch nach, ich sag jetzt mal, nach Schwere oder nach. Ja, nach Schwere. Also bei manchen Sachen ist es so eine Grauzone, weißt du? Das ist so, steht nicht wirklich drin, ist aber eigentlich illegal und und was machen wir denn? Okay. Da besprechen wir uns dann einfach, wie wir jetzt verfahren. Steven. Ja. Willst du eigentlich einen Teil von den 5 Euro abhaben? Vom Mo? Nein. Kannst du den Rest behalten. Oh, ist das lieb. Luis, du bist gerade nicht bei uns. Würdest du dann bitte rausgehen? Doch, ich bin bei euch im Helikopter. Ich bin der linke Gunner. Das glaube ich nicht. Dann geh mal raus aus dem Helikopter und geh dann aus dem Chat. Warum? Ja, hab ich vergessen. Ich dachte, du wärst nur mit Lucky unterwegs, aber das ist ja gerade offen. Nee. Hatte ich mit einschleimen oder nicht? Werft ihr auch ab und zu diese Explosivgranaten?
Oder selten? Nee, eigentlich nicht. Okay. Naja, ein paar werfen die ab und zu, aber größtenteils hätte diese Rauchgranaten. Ich habe zwei dabei, ich denke mal, ich gebe sie einen von euch oder so. Naja, könntest du eigentlich behalten, weil. Okay. Ab und zu nehmen wir die zum Beispiel bei Banküberfällen oder so. Also, wenn sich's anbietet, nehmen wir die, aber sonst. Okay. Machst du Flashbangs oder wie? Naja, nee, das die mal Flashbangs haben. Ach so. Damals. Ja, gibt ja Flashbangs und. Steven, Gasgranaten. User joined your channel. Ganz kurz nochmal, ich muss nochmal stören. Luca? Ja. User was left out of your channel. Was ist mit dem beiden? Ich mach einen Reload. Steven, wie sieht's eigentlich mit deinem neuen PC aus? Da war doch was, oder? Ja, müsste bald kommen. Irgendwann mal. Demnächst. Hast du den überhaupt schon bestellt? Ja. Nein. Aber das habe ich mir fest vorgenommen. Hättest mir ja nicht in der Schule die Ohren zugedrückt. Ja, ich habe jetzt ein neues. Was Neues. Na, ja, rechnet uns noch. Oh, schön. Bin schön ausgestattet, das gefällt mir. User was moved to your channel. User was moved out of your channel. Da ist der Louis weg. Achso, ja, hier, wo krieg ich einen Donut zum Kaffee? Die kriegst du. Achso, das können wir dir auch mal zeigen, Pitbull. Ja, aber ich hab auch nichts aus dem trinken. Guten. Nee, hab da. Die anderen dürfen drin bleiben. Nee, ich will mich kurz ausrüsten und dann komm ich, ne? Genau. Also, das ist halt. Nur mal, um das dir einfach ein bisschen so zu zeigen. Mhm. Wir haben hier einmal. Wo haben wir denn? Ach, da, hier. Den Garagenfuzzi. Also, hier gibt's die normalen Fahrzeuge, also so ein Spaß wie, also für dich gibt's glaube ich nur, jetzt muss ich mal überlegen, also da gibt's den Carshop und den Vehikel. Okay. Nee, ich klicke auf to your channel. Und für dich gibt's glaube ich nur Geländewagen, Limousine und SUV, ne? Okay. Ich guck nicht, weil ich die User Preise nicht recorden soll, weißt du, wie viel es kostet, was rauszuholen und sonstiges, deswegen guck ich also ja, also du kannst noch eine letzte Sache, die ich nochmal nerven muss. Verlasst dann mal bitte den ASOC Channel, weil andere können nicht rein, oder soll ich euch direkt in Kavala oder Streife Raiden irgendwo hinziehen? Ich die alle hoch, ist gut. Okay. Ich mach danke das. Dir. Alles klärchen. Dann viel Spaß. User left your channel. So, warte, ich move euch mal kurz an. Jawohl. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. You were moved. User was moved user joined your channel. Channel. User joined your channel. Hallöchen. Hallöchen, Max. Hallöchen. Bin schon wieder gestorben. One day cup. So, es ist eigentlich normal, dass ich schon mit MXC spawn. Wer fragt jetzt? Wer fragt denn jetzt? Zumo. Oder André. Ja. Okay, gut. Wenn du bereits eine gekauft hast, ist es normal. Ja gut, ne. Wenn du vorher keine gekauft hast, dann ist es... Doch, hab ich schon. Ja. Dann ist es nicht normal und dann warst du anscheinend schon mal hier. Ja, war ich auch schon mal. Ach so, Max, wir machen das... Ich würde sagen, wir beide sind uns mal. Du übernimmst eine Gruppe, ich mach die andere. Okay. Ich würde IOD und noch... ich würde Pitbull und noch einen mitnehmen. Wir sind zu sechs im Channel, das klappt schon. Ja, aber jetzt zu 6 im Helikopter ist schwachsinn. Außerdem will ich noch gar nicht ins Spiel, ich muss erst mal einen Joker fragen. Ist er frage nicht da? Den. Doch, der ist da. Der ist da. Joker ist da. Okay, das sollte da sein. So, ja, genau. Also hier als Vehikel, Garage und so und was. Und hier drinnen im Häuslein. Häusle. Gibt es, ne? Da drinnen und da kannst du halt Waffen ausrüsten. Ich muss noch Push-Shooter machen. Okay. Und Kleidung, was hab ich noch gehört, als Kopf darf man sich nicht überall ausloggen, richtig? Genau, wir haben eine 5-Mann-Regel, also wenn wir unter 5 Personen sind, dann dürfen wir uns umloggen, weil wir dann einfach, weil es dann einfach zu zeitintensiv wäre, zum Beispiel bei einem Banküberfall. Okay. Wenn nur einer beim ist, Banküberfall ist, nicht. Stimmt, beim Banküberfall gar nicht. Du hast recht. Aber so, ich sag jetzt mal. Wenn ich jetzt alleine wäre, dann wäre es Schwachsinn, wenn ich immer überall hinfahre. Hm. Sondern dann darf man sich umloggen, aber nur bis 5 Personen. Sobald man 5 ist, ist umloggen allgemein. Also wenn jetzt André sagt, er stößt jetzt zu dem Team Highway Patrol, muss er hochgeflogen werden, abgeholt werden. Okay, oder fahren. Also ein Spaß. Okay.
Brauche ich also Lizenzen, da... weil ich sehe ich gerade hier. Ich habe nämlich gar keine Lizenzen. Du kannst zwei Lizenzen kaufen, einmal die Air License, die brauchst du auch für die Helikopter und die Coast Guard genau. License. Brauchst du auch und ganz die... normal für Boot. Ich die Boote, genau. Gut, genau. Dann brauchst du ein ATM, das ist draußen. ATM nicht, ja genau, ATM ist ja gleich um die Ecke. Horst oder ja. Oder Lukas heißt du glaube ich, ne? Ja. Funktionieren die Rubber Bullets, also stunnen die auch? Nein. Ich Nein. weiß nicht mehr, ob der Bug total weg ist. Weißt du das einer? Also die haben mal getötet, dann haben sie mal wieder nicht getötet, jetzt keine Ahnung. Nee. Töten oder mit, also bei denen ist irgendwie so eine Wahrscheinlichkeit, dass sie töten oder stunnen, das ist so ein bisschen, naja. Töten oder nicht töten, das ist ja, die das Frage. Ja, das ist die Frage, das ist so ein bisschen... Ja, gut. Kannst also, du nächstes Mal ausprobieren. Ja, Taser ist sicherer, nehme ich Taser. Taser ist sicherer auf alle Fälle. Taser ist immer gut. Ja, also Pitbull erstmal immer versuchen zu tasern, außer die Das ist meine kleine scharf. Pistole hier, ja? Dann, genau, das ist der Taser. Okay. Wir Cops können uns gegenseitig nicht tasern, also wenn ich jetzt mal... Video. Ja, irgendjemand meinte, wenn du verwundet bist, kann ich dich tasern, oder war das eine Lüge? Ja, wenn du, genau, wenn man verwundet ist und einen tasert, hat ja 100%, okay, das gut, funktioniert okay, auch das bei Lüge, okay. Zivilisten. Okay. Sollte auch. Man aber nicht machen, ist irgendwie, naja. Okay. Wenn, ja, wenn man also, meistens einen Verbandskasten dabei hat, dann sollte man genau, den benutzen. Das kommt, okay. Ist besser. Mit Verbandskasten ist es ein bisschen besser. Jetzt muss ich mal kurz was zu essen und zu trinken holen. Willst du auch was? Ja, hier gibt es oder was? Genau. Also muss er am ATM. Donut Kaffee, das ist immer am sinnvollsten. Und Red Gull. Ja gut, warte, nochmal kurz zum ATM. Einfach ein bisschen Donuts, ein bisschen Kaffee holen und dann können wir nämlich weitermachen. Genau. Essen trinken holen, dann bin ich auch fertig. Donuts. Kaffee. So, einer geoutet hier. So, sehr schön. Alexander. Robbery. Okay. Also, du kannst jetzt mal auf die Wanderliste gucken. Da siehst du dann Alexander, halt auch, ei, fängt schon wieder gut an. Was der gemacht hat und wie viel dort. Funktioniert das hier mit Taste 1? Das war hier. Ah, okay. Nein. Ah, schade. 60.000 ist das Ticket oder so viel hat er erbeutet? Nein, das ist Ticket, das Ticket, was er dafür steht. Okay. Immer die Ticketpreise. Okay. Ach so, das heißt, da stehen direkt die Ticketpreise oder wie? Ja, die kannst du. Ah, das ist ja schön. Das aber sind alle. Ist aber auch gleichzeitiges Geld, wenn man in den Knast steckt, ne? Genau. Und die wenn Hälfte, User wenn man tötet. Your channel. Sehr schön. Hallo, Buddy. Max, bist du das? Mhm. Also wenn jemand nicht zahlt, kommt er in den Knast. Wenn, genau. Also wir haben die Regel, wir bieten jedem das Ticket dreimal an. Okay. Und wenn er dreimal das refused, dann... Ich habe schon mal eine Situation gehabt, da hat jemand das Ticket gezahlt und kam trotzdem noch in den Knast. Ja, das ist für schwerere Fälle. Ah, okay. Das ist für schwerere Fälle. Okay. Polizistenmord. Das, genau, zum Beispiel sowas. Weil dort... Lukas, soll ich als Co-Pilot rein? Ist mir wurscht, du kannst auch als Gunner rein. Pitbull, du musst nicht hinten drin sitzen, du kannst gerne als Gunner rein, ne? Ich als linke Gunner rein, heuch ich also, du willst halt nicht verkacken, wenn's losgeht, so, weißt du? Das ist doch nicht schlimm, passiert, shit happens. So, dann also, gehen wir mal. Rechter, linker Gunner. Schütze, ich bin rechts. Ich bin links. André ist links. Ah, du wirst ja schon nicht verkacken, Papa. Ich bin rausgeschossen. Runde. Reichen 200 Schuss überhaupt für einen Ifrit? Also nein. Ich meine für so ein guter Gunner schafft die Reifen schon, aber ja, also Reifen schaffst du schnell, wenn du einen guten Winkel hast, treffst du die gut. Ja, wirklich MX-10 Magazin. Macht jeder mal ein Magazin mit der MX-10, dann ist das Ding weg. Ja. Von oben ist das ein bisschen anders, aber ja. An sich, was ist, es ist ein Mohawk down zu kriegen mit den 400 Schuss, also selbst mit ganz voll besetzt. Ja. Das ist eine Nummer, ja, es wäre so eine Glücksnummer. Wenn du den gut triffst, dann schaffst du es locker. Und wenn du den nicht triffst, dann hast du echt die Arschkarte gezogen. Pass auf, da wo ich herkomme, da hat die 200 noch eine Null hinten dran an Munition. Ja, nee, das haben wir extra begrenzt, weil sonst wäre es ein bisschen sehr okay. Krass. Ich weiß gar nicht, wie viel kostet der bei den Civilians, der bewaffnete Orca? 6 Millionen. Alter. Permanent?
oder nicht permanent? Ja, permanent. Gibt den nicht permanent. Gibt den permanent? Der ist permanent, ja, der kostet nur 3000 rauszuholen. Oder 1000 sogar. Alter. Alter. What the? Was? Was glaubst du, warum wir so oft mit dem unterwegs sind? Ja gut, aber wenn ihr den einmal weg, sind 6 Millionen weg. Ja richtig, wenn ihr den einmal habt, dann sind 6 Millionen weg. Ja, aber 6 Millionen sind billig für Raketen und alles, oder hat der Raketen? Der hat nur ein Maschinengewehr und das kann nur der Pilot. Das ist gut. Und nur der Pilot kann feuern, das ist sehr schwer. Ja, ja. Ja, geht, ne? Also ich hab mittlerweile... Nee, das ist einfach mit dem zu feuern. Ja, 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 genau. Also unsere Jungs kriegen es noch nicht so richtig gebacken. Pass auf, weißt du was dem... Kennst du MCC? Nee. Ist so ein Programm, da kannst du deine Live-Missions editieren. Nimm MCC, dann spawnst dir irgendein gegnerisches Fahrzeug, ja, okay. Spawnst dir dein Orca bewaffnet, also keine Ahnung, spawnst dir einen Mohawk oder so, stellst ein, dass der immer wegfliegt von dir und dann versuchst du ihn einfach zu holen. Okay. Einfach cool. Immer im Editor testen, ist beim Ghost Talk genauso. Dann nimmst du einfach so einen Typen wie Luca und dann fliegt der weg. Oh Mann, Eduard nervt, der spammt mich geradezu. Er will unbedingt den Ghost Talk fliegen. Beim Ghost Talk ist es immer lustig, wenn man 300 km/h fliegt, muss man nachhalten. Also mein Chef hat mir gesagt, ich soll dir anbieten, ob du den Helikopter dann mal fliegen willst. Das ist ein Befehl von ganz oben, deswegen muss ich dir das anbieten. Später vielleicht. Also, ich will erstmal ein bisschen dabei sein. So. Wenn du möchtest, wenn du irgendwie was machen willst, sag rein. Okay. Dann guck mal, ob man das irgendwie macht. Also jetzt nur ganz frisch erstmal gucken, was ihr so macht, wie das funktioniert und vielleicht habe ich später mehr Mut getankt. Ja. Was ist denn da los bei der Bank? Mut angetrunken. Ja. Dann geht's los. Luca, wo fliegen wir jetzt hin? Wir fliegen jetzt erstmal nach Pyrgos. Also wir fliegen jetzt erstmal so ein bisschen Städte ab. Was ist denn da an der Bank los? Ist da immer sowas wie Streife, die das bewacht oder? Nee, Bank ist nur, wenn's losgeht. Also wenn Bank losgeht, haben alle Einheiten den Befehl dorthin. Ja. Ausnahmslos. Wenn Azog sich entscheidet, okay, wir machen Azog-Einsatz draus, dann locken die sich um und sind auf dem Weg. Aber da das im Moment noch alles noch so ein bisschen, naja, ist, ist es momentan eher weniger der Fall. Okay. Aber an sich gilt erstmal alle dahin und dann wird halt geguckt, wer Einsatz leitet. Also, wir machen es entweder Rang höchster oder der gibt's ab. Okay. Hi Pitboy, willkommen. Ja. Servus, danke. Hi, Sepp. Ja, ich bin dann wieder unten CSGO. Alles klar. User left your channel. So, was machen wir? Wo wollen wir hinfliegen? Wollen wir ein bisschen was gucken oder was? Wir Leute sind jetzt hier gerade bei Pyrgos. Okay. Und wir gucken jetzt mal. Da unten habe ich doch gerade was gesehen. Ist das Morg? Ist das hier von den ADAC-Jungs? Oder? Ich habe da nur gerade irgendwo Mohawk gelesen. Das ist. Irgendwo, hä? Geht da hinten Mohawk? Ach, das ist ADAC. Ach, die kann man wieder nicht kontrollieren, so eine Scheiße. Ja, das ist ein bisschen buggy. Und sind bis jetzt eigentlich immer noch ADAC? Was? Nee. Glaub nicht mehr. Ach, das sind die ADAC. Oh, das ist Alexander. Oh. Hauptsache ADAC kann auf. Guck dir den an, jetzt schaut er noch. Oh mein Gott. Den holen wir uns. So, Pitbull, ne? Geht los. Lasse. So, Nachricht schreiben, dass er landen soll, oder? Ja, Nachricht schreiben, dass er landen soll. Gut, mach ich. Am besten schreibt das Pitbull. Ja, oder so. Mach so. Ich soll schreiben? Jo. Schreib am besten, hier ist die Polizei, weil ich denke, die können nicht sehen in den Nachrichten, dass da die Polizei spricht. Doch. Ja, können sie? Oder? Steht Kopf davor? Nee, wenn du es privat schreibst, sehen sie es nicht. Da steht nur... Okay. Ja, Alexander, gut, dann, ist das richtig? Der Name. Ja, schreib einfach, hier ist die Polizei, bitte landen Sie, ansonsten werden Sie heruntergeschossen. Alexander, get on my level und der andere ist King Rowan. So, Nachricht ist raus. Sind es mehrere Helis oder was? Weil ich sehe es gerade nicht. Ja, drei Stück. Oh mein Gott. Wo ist denn der überhaupt? Rechts von uns. Oh. Okay. Ob die mich ernst nehmen, wenn ich den schreibe, würde ich sollen landen. Das weiß ich nicht. Du kennst deine Jungs am besten. Ja, die werden. Oh, aber der eine landet schon. Also wenn Alexander landet, wäre das natürlich am besten. Alexander ist landet. Der fliegt da hinten noch rum. Ja, das ist Basti. Wo ist denn der? Also Get on my level hat eine Nachricht bekommen und Alexander hat eine Nachricht bekommen. Ah. Also nichts gegen dich und deine Jungs, ne? Aber irgendwie weiß ich nicht, ob der wirklich landen will. Das ist so ein bisschen. Sieht nicht so aus. Ja, Warnschüsse. Nochmal eine Warnung erstmal. Oder machen wir Wandschüsse? Wandschüsse? Ja, davor. Rechts. Rechter Gunner Wandschüsse. Ja, wenn er jetzt weiterfliegt, darfst du dann das Feuer öffnen. Oh mein. Ja, die eröffnen das Feuer, oder?
Jo, dann sind wir natürlich jetzt... Hinter uns bewaffnete Orker. Oh, die kleinen Schweine. Oh. Get on my level. Die kleinen Drecksäcke. So, du darfst gerne, wenn du meinst, du kannst treffen, dann hast du Feuererlaubnis. Links auch. Oh, ja, Junge. Ach, du heilige Mutter Maria Gottes. Oh, Stormy, du, das kriegst du zurück. Jetzt sind hier zwei. Ghost Talk im Air Combat. Habt ihr echt zwei draußen? Wir bräuchten euren Hunter-MG. What the fuck, wieso treffen die nicht? Jack schon unterwegs, sind, markiert uns die Position. Werden von zwei bewaffneten Orcas verfolgt. Pyrgos. Also, alles klar, wenn ich das war also der Plan. Gut, wir hatten gedacht, die wollten einen Banküberfall starten. Nee. Sind gerade noch mit uns beschäftigt. Guck mal, dass du zu Äste fliegst. Zum Hunter AMG, Luigi. So rechts sehe ich nix. Tief fliegen und auf Stromleitungen achten. Hunter kommt in unsere... Das ist nicht mein erster Air Combat. Gut. Hier ist aus dem Grund bin ich froh, dass ich jetzt kein Pilot bin. Lass es lieber gut sein. Ich flieg auch nicht das erste Mal gegen die Iodina. Aber gut. Sind die gute Piloten oder nicht so? Das kann schon. Dir Pitbull am besten sagen. Pitbull? Doch, sind sie eigentlich. Oh gut. Habe ich auch das Gefühl. Also ja. Schlecht sind sie auf alle Fälle nicht. Aber langsam. Ja, ist halt alles klar, bringt sie über uns rüber. Wir bereiten dir eine schöne Überraschung. Sind jetzt hinter uns. Ja, die wollen uns unbedingt, ne? Ja, jetzt fliegt er weg. Okay, der dreht ab. Ja. So, machen wir auf. Aber 200 Schuss für so einen Orca, Naja. Es wird verdammt eng. Also, wenn ihr mal eine Umfrage schaltet, ob ihr mehr Munition bekommt, ich bin dafür. Ich bin auch dafür, weil 200 Schuss sind echt ein wenig wenig. Ja. 500. Ja, dann mein Level. Ja, 500 oder vielleicht 1000. Da ist Alexander. Obwohl 1000 auch fast wieder wegen viel wert. Ja gut, geht mal Level. Jetzt links hin, startet noch einen Anflug. Bringt ihn möglichst nah an euch ran und dann versucht ihn irgendwie in der Wende direkt über uns rüber zu bringen, sonst treffen wir den nicht gut genug. Ja, okay, probier's. Zum Glück kann der Mohawk nicht schießen. Muss ich erstmal wieder ein bisschen abbremsen, dass sie wieder sich an mich ranhängen. Ich kurz gleich. Weiß nicht, will sich Alexander an mich dranhängen? Warum will sich Alexander? Ja, ich hoffe, die machen nicht irgendwie keine Kamikaze-Aktion. Die waren links vor uns jetzt. Das hab ich. Those wie Missiles haben die nicht oder so, so Lock-on Missiles. Ja, komm, Alexander. Komm, du willst mich doch. Komm. Ja, vor uns rechts. Ja. Oh, ich hätte... Mist, der war ganz kurz vor meinem Ziel. Ja. Ja, nee, auf die... Ja, so ist es gut. Ihr wollt mich, Jungs. Ihr wollt mich richtig geil. Okay, komm jetzt. Ey, im Chat steht ja sogar, wenn ich jemanden restraine und sowas. Ist ja Jack, wir sehen euch. Ja. Habt ihr den Bewaffneten noch hinter euch? Ja, positiv. Den Unbewaffneten. Negativ, hat abgedreht. Was? Wie hat abgedreht? Ja, die kennen eure... Ja, wenn ihr könnt, hängt euch mal an ihn ran. Und dann sorgt dafür, dass er nicht wieder hinter euch kommt. Okay, probieren. Oh, er schreibt mir ACAB, all cops are beautiful. Das ist wie süß. Hey, zwei Frauen auf dem Server. Hey. Alter, versucht mich jetzt gerade gerne mein Level zu ficken. Am Arsch, Junge. ich sehe schon, der Polizeidienst hier ist gut. Da will mich einer. Komm schon. Ey, wieso trifft er uns nicht? Das gibt's doch nicht. Vorhin über Kavala, der hätte uns ohne Probleme runterholen können. Leute, über Pyrgos war's, glaube ich. Pyrgos, ja. Pyrgos. Schon irgendwie wegen peinlich. Ach, komm, Bitch. Ja, der kennt die Position. Alles klar, die müssen ganz schön kassiert haben, weil die meiden uns hier ganz schön im Busch. Hallo, also, sag vielleicht mal, dass die Position um den Kilometer versucht, zu ändern sie immer wieder um uns rumzubringen, dann kommen sie euch nicht mehr zu nah. Vielleicht Positionswechsel, denke ich. Denke, die wissen jetzt eure Position. Was treibt denn Jonas? Jack, wir müsst, holt uns erstmal diesen scheiß Hummingbird darunter, der da rumschwirrt. Hummingbird? Dann können wir die Position wechseln, weil ansonsten sind wir immer gespottet. Er trifft uns immer noch nicht. Okay. Ja, das ist schwer mit dem Ding. Was ist denn der scheiß Hummingbird? Sieht den einer? Nee, gar nix. Ich hab grad die Settings hochgedreht, mal gucken, ob ich was sehe. Ich hab bis jetzt immer noch nicht mehr gesagt, was ihr macht. Also wir sind gerade ein bisschen Air-Combat. In Air-Combat, deswegen muss ich mich gerade konzentrieren. Genau, zwei bewaffnete Orcas. Ist abgedreht. Links vor uns ist irgendwas. Da ist Hummingbird. Der nutzt jetzt Zeit, dass ich meinen Stinger raushole, oder? Der über uns? Nein, der ist der, den ich dreh gerade links ab. Von uns?
Rechts von uns könnte der andere Orca sein. Also über uns ungefähr. Lass mal den Hummingbird irgendwie runterholen.